Also wir sind hier in der Brasserie National, wir produzieren zwei Hauptprodukte, der Deutsch als Bier, wo wir machen Bofferding, Butter auf dem Brischer und der andere das Lodis Mineralwasser. Das sind zwei Produkte, die am Anfang ganz fragil sind, wo wirklich die Hygiene eine ganz große Rolle spielt, wo man viel Wasser gebraucht, um zu putzen, für das natürlich alles so proper wie möglich ist. Ich meine, wenn wir als Wasserkonsum gucken zu Lützeburg, also ich schätze von der Brasserie National, wo wir am Nachtschau Jahren 12 Liter Wasser verbraucht, für 1 Liter Bier zu brauen. Das ist über die Jahre, als da raufgegangen, und wir waren bis für im letzten Jahr noch auf 5 Liter. Du hast wirklich gedacht, wie können wir den nächsten Schritt machen, für wirklich nach ein Niveau besser können zu gehen. Und das Anfang da, wie wir gedacht haben, wir können vielleicht Station Depuration machen, zwei Wassersysteme, eh für Produktion und eh für zu putzen und für Wasser zu machen. Das größte Potenzial war natürlich zu gucken, wo sind als Wasserverbrauch und wo fließt das Wasser hin. Und da haben wir ganz viele Recherchen gemacht und haben immer herausgefunden, dass das einfachste wäre, für das Aufwasser, aber just das aus dem Prozess natürlich, so abzubereiten, dass wir rum können am Prozess ersetzen. Natürlich holen wir das Wasser nicht für Bier zu brauen oder für Mineralwasser zu machen, wir holen das für zu putzen, für Damm zu machen und für zu killen. Und das ist da, wo wir am Anfang viel Wasser brauchen. Wir sind hier bei unserem Sitz seit 1840. Das heißt, wir haben wirklich von allem. Wir haben ganz moderne Gebäude, wir haben aber auch noch ganz alle. Das heißt, wie man die Idee hatte, für eine Station Depuration eine ganz neue, ein neues Wassersystem an der ganzen Brauerei zu machen, war am Anfang ziemlich kompliziert, zumal am alle Gebäude. Wo wir wirklich müssten alles gucken, wie wir das können anpassen. Natürlich ein anderes Problem ist, wir haben noch gebraucht, wir haben geschafft. Das heißt, wir müssen nicht aufpassen, für wirklich das können allein können zu machen, dass wir nicht abhalten mit Brauen und dass wir natürlich das Wasser können gebrauchen, so gut wie möglich. Als Aufwasser aus dem Prozess, das wird in einem großen Back oder in einem großen Becken gesammelt. Das wird aus dem ganzen Betrieb dahinter gepumpelt und dann geht dann einen großen Bioreaktor, nennen das. Das ist nicht anders, dass wir riesige Becken, wo Luft dran gepumpelt wird. Und dann wird es dann noch filtriert. Das ist eine zweistufige Filtration, die über die Membranfiltration geht und die eben auch dann noch über einen Umkehrosmos das Wasser komplett proper macht. Was für euch wichtig war, dass das Wasser noch Trinkwasserqualität hat. Und das ist etwas, wo man in Schweizer Lützenburg im Moment die ersten sind, die wirklich aus Prozessaufwasser vom Trinkwasser können produzieren. Das Wasser wird hauptsächlich benutzt für Hygiene. Das ist am Anfang ganz wichtig, weil das ein fragiles Produkt ist. Mineralwasser, genauso wie die Bier. Wenn du irgendeine Infektion irgendwo im Prozess dran könnt, dann haben wir ein großes Problem. Und dafür muss die Properkeit an der Brauerei als für uns ganz wichtig. Boah, das war natürlich eine große Challenge für uns, für die Anlage zu installieren, weil ich meine, wir sind einmal am Dorf und Aufwasser, da sind viele Leute, die Mengen, das ging riechen oder stinken. Das haben wir aber relativ gut gelöst gekriegt. Wir haben das komplett aufgekapselt, das heißt, auf der Anlage sind überall Deckel drauf, wenn ich das kann so sagen. Und dann wird die Aufluft über Aktivkohlefilter filtriert. Das heißt, du riechst den überhaupt gut nicht, es hört den nicht und fühlt das, dass du bei uns spannend am Betrieb hast, gesagt den doch nicht. Das ist ganz wichtig für uns. Also, wir sind ganz zufrieden mit der ganzen Anpassung für den einfachen Grund, dass wir genau wissen, wo das Wasser hingeht und wie viel Wasser wir wo gebrauchen. Das ist mir wirklich eine gute Kontrolle über den Wasserkonsum bei uns in der Brauerei, was wirklich etwas einen großen Unterschied ist, was wir vorher am Anfang nicht so an den Details hatten, wie wir es haben. Wenn wir uns vergleichen mit großen Brauereien, die am nahen Ausland sind, ich brauche keinen Namen zu sagen, wir kennen es alle gut, die sind in Bereichen, wo sie auf 3,5 Liter pro Liter produzierte Bier kommen. Da sind wir natürlich mit 2,5 Liter, haben wir sozusagen einen extrem guten Wert. Und das ist auch so, dass wir eine Brauerei an unserer Größe, die dürfen nicht vergessen, wir sind eine Mittelstandsbrauerei, mit 150.000 Hektoliter Bier und 60.000 Hektoliter Mineralwasser, ist der Wert wirklich extrem gut.